Friedenskraft steht aus meiner Sicht für die Einhaltung von UNO Gewaltverboten. Das möchten wir uns dafür einsetzen und steht für Gewaltlosigkeit im Alltag. Zu UNO Gewaltverbot, dort geht es darum, dass es seit rund 70 Jahren verboten ist, dass ein Staat den anderen überfällt. Das wäre eigentlich klar geregelt. Es ist aber so, dass das in der Praxis sehr häufig gebrochen wird. Das Brechen des UNO-Gewaltverbots führt zu sehr viel Leid von den Leuten, die halt in diesen Konfliktgebieten wohnen. Das finden wir nicht gut und darum finden wir, dass wir uns dagegen einsetzen sollten. Wandern ist ein Volkssport und Wandern hat etwas, wie soll ich sagen, unterwegs sein, hat etwas mit inneren Frieden zu tun. Die Verbindung zum Frieden ist eigentlich relativ nahe. Ob es uns dann gelingt, eine Art Volksbewegung daraus zu machen oder den Volkssport in eine Friedensbewegung umzukanalisieren, das sehen wir dann. Ich hoffe sehr, sehr stark, dass der Verein in Zukunft Leute anziehen wird, die auch finden, sie müssen ein Zeichen setzen, sie müssen auf die Straße gehen für den Frieden. Und ich denke, es ist vieles an Aktionen möglich, wie Mahnwachen, wie Friedensmärsche, wie Bewusstseinsbildung. Die kann aller Art sein, mit einem Podiumsgespräch, mit einem Vortrag, aber auch mit anderen Spielen und vielleicht auch in der Bildung, in der Schule, überall, wo man im Alltag was machen kann, wo man sagen kann, okay, auch hier wollen wir friedvoller werden, auch auf dem Gebiet können wir friedvoller werden. Und sich zu reflektieren und zu denken, was bedeutet das alles und wirklich einen Weg gehen, der innen und außen Frieden bringt, auch im Handeln. Ja. Sicher gibt es viel Friedenswanderung oder ich hoffe sehr, dass es viel Friedenswanderungen gibt und dass sich viele Leute begegnen, die eins verbinden, nämlich ihre Sorge um den Frieden und ihr Engagement für den Frieden. Wir müssen anfangen und probieren, die Denkweise von Mahatma Gandhi, der sehr viel für den Frieden getan hat und sich sehr, sehr stark und sehr gewaltlos eingesetzt hat für den Frieden, diesen Weg weiterzudenken und zu überlegen, was bedeutet für uns Gewaltlosigkeit? Wie können wir Gewaltlosigkeit integrieren? Weil ein Weg zum Frieden kann man nicht erkämpfen, sondern man muss ihn gewaltlos gehen. Der Weg zum Frieden ist gewaltlos. Das Ziel ist mal einfach, dass wir starten. Es ist ein Weg, der Frieden ist ein Weg. Es geht darum, möglichst viele Leute an Bord zu holen für diesen Weg, sichtbar, hörbar und fühlbar zu werden. Und das ist der Anfang.